Herzlich willkommen beim Sommertheater Kitzbühel. Heute ist unser Premierenabend und wir freuen uns sehr, Ihnen Gate 23 zeigen zu können. Unser Stück über Zufall und Bestimmung, das an einem Flughafen spielt und uns alle gemeinsam weit über die Wolken tragen wird. Auf welchem Gate geht der Flieger nach Singapur? Gate 24. Und ist noch Bonnie? Der hat hoffentlich auf mich gewartet. Nein. Ach du Scheiße! Gate 23 heißt das Stück, Stefan Vögel heißt der Autor, ist ein Vorarlberger, sprich wir öffnen die Westachse. Ich hoffe, dass er irgendwann für uns ein Stück schreiben wird. Zwei Menschen begegnen einander am Flughafen, deren Flüge gecancelt sind, abgesagt sind und beginnen ein Gespräch. Und daraus entwickelt sich der Abend. Hier, bitteschön. Was ist das? Zwei Gutscheine für die Snackbar. Im Wert von je 10 Euro. Als kleine Entschädigung. 3.500 Euro! Sie gibt mir Gutscheine für 10. Sein Geld bei mir aber nicht viel. Normalerweise müsste hier ein Buffet aus 1.000 und einer Nacht stehen. Sie sollten sich nicht so aufregen. Das ist schlecht für Ihr Herz. Wie bitte? Es ist erwiesen, dass Choleriker ein dreimal höheres Herzinfarktrisiko haben als gelassene Menschen. Selbst dann, wenn sie Sport machen. Danke. Diese Information hat mir jetzt doch gefehlt. Bitte, gerne. Dieses Jahr darf ich die Rolle der Ela spielen. Eine Frau, die herzkrank ist und deswegen begibt sie sich auf die Reise nach New York. Dort wird sie am Herzen operiert. Sie befindet sich deshalb am Flughafen und trifft dort vielleicht oder auch nicht oder man weiß es nicht genau, ihr Schicksal. Glauben Sie mir, Herr... Holle. Holle? Sie heißen Holle? Ja. Also wie Frau Holle, nur Herr. Sie haben es erfasst. Naja, egal. Also Frau Herr Holle... Wenn Sie durchmachen, was ich durchgemacht habe, dann glauben Sie mir, ist endgültig immer noch besser als professorisch. Ich habe die Uraufführung im vergangenen Herbst in Wien, Freibühne Wieden, gespielt und habe nach der Uraufführung den Autor Stefan Vögel kennengelernt. Er hat mich auf ein Glas Wein eingeladen und habe ihn gefragt, habe meine Änderungsvorschläge bekannt gegeben. Ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und gefragt, ist das erlaubt, ist das erlaubt? Und alles, was ich ihn gefragt habe, hat er mir erlaubt. In der Probenzeit habe ich das dann mit dem Reinhard Hauser gemeinsam entwickelt und ich glaube, wir liegen richtig. Das kann das Publikum heute Abend beurteilen. Wir haben soeben die Nachricht bekommen, dass Ihr Anschlussflug nach London Heathrow zurückkehren musste. Wie bitte? Ihr Flugzeug musste wegen technischer Probleme umdrehen. Was für technische Probleme denn? Früher! Was? Ja. Okay. Tut mir leid, das entzieht sich meiner Kenntnis. Beim diesjährigen Sommertheater darf ich die Rolle der Silke verkörpern. Sie ist tätig im Bodenpersonal und hat vielleicht etwas mit dem Barmann Ton. Jemand weiß es nicht so genau, aber es geht heiß her, sagen wir mal so. Ja. Sag mir was, sag mir was. Nach 3 Jahren hier, hinter der Bühne, darf ich erstmals in Kitzbühel auch auf der Bühne stehen und auch nebenbei die Technik ein bisschen mit organisieren, ist natürlich eine doppelte Aufgabe und macht doppelt so viel Spaß. Una Biera. Sam, gibst du mir 3 Euro? Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die Rolle des Toni zu übernehmen, das ist der Barkeeper. Kann ich das Glas mitnehmen? 2 Euro. Von. Und das Glasl wiederbringen. Airport Barkeeper, naja, die Leute haben keine Zeit mehr, es ist alles hektisch. Es gibt eigentlich keine persönlichen Gespräche. Und dennoch trifft man den ein oder anderen, der auch am Flughafen bereit ist, sein Herz zu öffnen und auf das eine oder andere einzugehen und sogar mit mir ein Bierchen zu trinken. Meine Rolle
ist die des Heiner. Der Heiner ist ein seltsamer alter Herr, der am Flughafen auf G23 erscheint und dort einige Unruhe verbreitet. Von zwei Leuten, die sich hier zufällig getroffen haben, behauptet, die gehören fürs Leben zusammen. Und das Stück überhaupt von Stefan Vögel, eine glänzende Komödie mit Tiefgang, dieses Stück handelt von Zufall und Bestimmung. Zufälle gibt es nicht. Zufälle hat es nie gegeben. Es gibt keinen Zufall. Nein. Also, ich glaube, dass man jetzt vielleicht nicht spezifisch auf dieses Stück, aber am Flughafen, wenn man da sitzt und vor allem, wenn man alleine fliegt, ist man ja sehr sensibel auf die ganzen Begebenheiten oder Zusammentreffen. Man sieht Leute, die sich vielleicht ewig lang nicht gesehen haben und die umarmen sie, man sieht Abschiede. Das Blöde ist nur, dass Gate 28 ganz da hinten ist. Wieso? Kein Problem, wir können dahin gehen und uns dort unterhalten. Ja, das war jetzt nicht gegen Sie gemeint, ich habe unsere Unterhaltung sehr genossen. Es ist nur so, dass mein Flieger frühestens in 3 Stunden geht, nicht so wie Ihre. Lass nur, Patrick, ich sehe ja von hier aus, wenn die Leute sich beginnen anzustellen. Worüber habt ihr euch denn unterhalten? Ja, über Zufall. Ja, falsch. Über Bestimmung. Traditionellerweise spielen wir ja die Vorpremiere und Premiere im Kids-Kongress. Ab August heben wir dann aber richtig ab. Genau, heuer ziehen wir nach langer Zeit wieder mal um vom Kids-Kongress in die Landesmusikschule. Dort spielen wir von 4. bis 19. August, immer Donnerstag und Freitag um 20 Uhr. Und wir freuen uns schon auf euch. Bis bald.